Also ich werde mich auch sehr kurz halten, lasse deshalb alles weg, was auch morgen auf dem Parteitag zumindest vom generellen Ansatz her diskutiert wird und gehe gleich auf das, worum ich gebeten worden bin, mich auch zu äußern. Zum einen, inwieweit wir als Frauen auch in der Linksfraktion im Europaparlament und die Linksfraktion, das ist nicht nur die Delegation der deutschen Linken, sondern das ist die gesamte linke Fraktion im Europaparlament, wie wir die Situation einschätzen, was insbesondere für Frauenrechte machbar ist. Und dann bin ich noch gebeten worden, etwas zur Präambel zu sagen. Da würde ich aber gerne jetzt noch mal Blickkontakt mit Katja haben wollen, ob sie das macht, den Schluss, weil den aktuellen Stand, der heute im Parteivorstand eine Rolle gespielt hat, den kenne ich nicht und ich denke, das ist dann auch besser bei dir aufgehoben. Ja, zu uns als Frauen im Europaparlament, sowohl bei den Linken als auch außerhalb, vielleicht erstmal nur Folgendes. Und ich denke, das ist etwas, was wir auch morgen, also zumindest ich werde das tun, wo ich die Möglichkeit habe, klar und deutlich aussprechen werde, dieser Europawahlkampf steht auch unter dem Zeichen des Verteidigens und des Beharrens auf den erkämpften Rechten für Frauen. Dieser Europawahlkampf wird aus meiner Sicht massiv davon geprägt sein, dass wir es mit einem Rollback von Frauenrechten zu tun haben auf europäischer, auf EU-Ebene durch das Erstarken von rechtsextremen, nationalkonservativen Kräften, die auch in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Attacken, gut koordinierte Attacken gestartet haben, um das, was eigentlich als einen Mehrwert auch aus der Europäischen Union, gerade auch für die Debatte um die Rechte von Frauen in den Mitgliedstaaten durchgesetzt werden konnte, wieder in Frage zu stellen. Wir müssen direkt auch schon davon reden, dass wir es mit einer europäischen Tea Party-Bewegung zu tun haben, die in voller Bandbreite auch antreten und insbesondere von Frauen Menschenrechte hier in Frage stellen. Dazu gibt es mehrere Beispiele. Eins dieser Beispiele bezieht sich darauf, dass insbesondere die Rechte von Frauen auf reproduktive, gesundheitliche Rechte in Frage gestellt werden, dass sie ganz allein nur noch den Nationalstaaten überlassen bleiben, dass wir, nachdem es eine breite Kampagne gegeben hat gegen den sogenannten Estrella-Bericht im Europaparlament, den wir verloren haben mit wenigen Stimmen, mit 7 Stimmen Unterschied verloren haben, dass schon 2 Wochen später die spanische Regierung einen Gesetzesvorschlag eingebracht hat, das Selbstentscheidungsrecht von Frauen auf Austragen von Schwangerschaften zurückzunehmen, das hart zu begrenzen, das unter strikte Bedingungen zu stellen, die für uns alle überhaupt nicht haltbar sind. Wir sind entsetzt darüber, über das, was stattfindet. Wir wissen aber auch, das wird keine Einzelerscheinung bleiben. In Spanien hat es eine eine große Demonstration gegeben. Wir als Frauen aus der GUE NGL, wir sind Initiatoren von Protestaktionen im Europaparlament gewesen. Wir haben auch über das Europaparlament viele Frauen aus anderen Fraktionen mit angesprochen für entsprechende Erklärungen, die wir rausgegeben haben, dass wir das nicht teilen, dass wir die Rücknahme dieses Gesetzentwurfs fordern. Und ich glaube, das ist auch dringend notwendig. Insofern, denke ich, wird auch der 8. März für uns die Gelegenheit sein müssen, um auf diese Bestrebungen, die in mehreren Ländern stattfinden und über die Europäische Union jetzt koordiniert kommen, dass wir diese zurückweisen. Das ist aber nicht das einzige Beispiel. Wir haben zum Beispiel auch die Problematik oder eine ähnliche Art von Shitstorm erlebt, als es um einen Bericht einer Abgeordneten aus unserer Fraktion ging, Katika Lyotard aus den Niederlanden. Dort ging es um den Abbau von Geschlechterstereotypen, unter anderem wegen der Formulierung, die dort enthalten war, dass wir uns gegen entwürdigende und sexistische Bilder von Frauen in den Medien ausgesprochen haben. Das war teilweise unglaublich, was da abgelaufen ist. Und ich denke deshalb, dass es wichtig ist, rechtzeitig darauf hinzuweisen,
dass diese Kampagne auch mit dem Europawahlkampf verbunden sein wird. Gegenwärtig haben wir auch die Debatte gehabt zum Lunacek-Bericht. Dort ging es um einen EU-Fahrplan zur Bekämpfung von Homophobie und Diskriminierung. Und auch dort wurde massiv angegriffen. Und ihr kennt selber die Bilder aus Paris, die Bilder aus anderen Städten, die in der Europäischen Union liegen. Und ihr wisst, das ist der zentrale Punkt, um den es geht. Innerhalb der GUE NGL sind wir zu verschiedenen Themen aktiv geworden. Wir stellen der einzige Ausschussvorsitzende, der von unserer Fraktion gestellt wird, ist der Vorsitzende des Frauenausschusses. Es ist ein Mann, es ist ein Schwede. Die schwedische Linkspartei, die sich als eine feministische Partei betrachtet, hat ausdrücklich darum gebeten, dass wir das Thema ihrer Partei überlassen. Und nachdem die Ausschussvorsitzende leider schwer erkrankte und ihr Mandat abgeben musste, rückte er nach. Und er ist inzwischen von den Frauen im Europaparlament akzeptiert als der Vorsitzende und ist wirklich ein absolut kämpferischer Mann für die Rechte von Frauen und Männern, natürlich in erster Linie für die von Frauen. Wir werden in der Fraktion in der nächsten Woche eine Debatte haben. Und das sage ich bewusst, weil ich mitbekommen habe, dass wir hier auch Gäste haben von entsprechenden Initiativen. Dort geht es darum, dass die schwedischen Linken und Grünen einen Bericht über den Frauenausschuss eingebracht haben, wo es darum geht, das schwedische Modell für die ganze Europäische Union zu übernehmen. Also die Debatte, die wir auch vor kurzem ja letztendlich bei unserem Frauentreffen gehabt haben, wo es dann darum geht, die Strafbarkeit von Männern, die Dienste von Prostituierten entgegennehmen, diese Männer zu bestrafen. Also diesen Ansatz zu machen. Das wird sicher auch unter den Linken eine ziemlich harte, harsche Auseinandersetzung werden. Hier bin ich auch noch auf Argumente hier aus unseren Reihen gespannt, was wir hier mit einbringen können. Ja, soweit erstmal dazu. Vielleicht noch ein Wort auch zur Delegation. Wir sind innerhalb der linken Fraktion die einzige Delegation, die tatsächlich auch also quotiert vertreten ist. Mindestquotierung hatten wir schon mit Lothar. Mit Martina ist ja eine Frau nachgerückt. Also Martina, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, die ich hier hinten sehe, Sabine Wils und ich. Wir sind 5 Frauen unter den 8 Männern. Es wäre natürlich toll, wenn wir sowas wiederholen könnten, aber da habe ich nicht so ganz die Hoffnung, dass das klappt. Auf jeden Fall, wir sind in diesen Fragen bei allen Initiativen präsent. Wir sind überall dabei, ob das um die Rechte von Migrantinnen geht, ob es um die Rechte von undokumentierten Migrantinnen geht und deren Kinder. Das ist ein großes Thema zurzeit, ob es die Rechte um Frauen, Roma-Frauen geht. Ihr könnt euch da eigentlich auf uns mit beziehen und ich denke, wir sind da eigentlich auf dem Punkt. Würden uns natürlich wünschen, dass wir als eine Form von politischer Kultur, von politischem Selbstverständnis mit der nächsten Europawahl insgesamt mehr Frauen auch bei der Linken haben. Also ich meine jetzt bei den europäischen linken Parteien, die im Europaparlament sind. Es gibt leider einige, die Quotierung bis heute noch nicht in Erwägung gezogen haben. Also da haben wir noch viel zu tun. Ich hoffe, dass auch ein Schub von uns aus hier geht und wünsche mir für die Diskussion noch viele Anregungen. Danke.